Ja, Freunde, willkommen zu diesem Video. Da es ja draußen so stark am Regnen ist, ich wollte euch ja zeigen, 25er Vergaser von Del Orto an dem 50 Kubikzylinder am laufenden Motor den Vergaser einzustellen. Aber hier ist das permanent am Regnen und ich muss den Roller erstmal warm fahren, um den nachher einzustellen. Nur bei dem Regenwetter, Freunde, das Video kommt auf jeden Fall, also bleibt dran. Liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst, das ist wie immer. Für den Algorithmus ist das sehr gut, damit ihr auch kein Video verpasst. So, ich habe mal die Werbung eingeblendet, weil jetzt wieder Produktnamen fallen. Ihr wisst, man muss das machen. Ich verdiene da kein Geld dran, kein Cent. Ich will euch das nur noch mal vorstellen. Und zwar, das geht um einen 2-Extreme-Zylinder, 70 Kubik, in eigentlich sehr guter Qualität. Kollege hat mir den zukommen lassen, hat gesagt, überarbeitet mir den mal ein bisschen, entgraten, Kanäle etc. Ne? PP, ihr wisst, da sind viele Videos drüber gelaufen, wie man so einen Zylinder, wenn man den bekommt, für lange Haltbarkeit die Kanäle entgrät etc. Ja, habe ich in den vorherigen Videos tausendmal gezeigt. Guckt euch die Videos an, die da vorgelaufen sind. So, hier, 2-Extreme. Ja, also ich habe mir den Zylinder angeguckt. Und ich bin eigentlich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, begeistert. Der Zylinder kostet inklusive Versand 42,95 Euro. Dieses Set beinhaltet den Zylinder, den Kolben, einen Zylinderkopf, da komme ich gleich noch zu, und alle Anbauteile wie Dichtungen, Stehbolzen, Kolbenclips, es ist alles dabei für das Geld. Gekauft bei roller.com. Da müsst ihr gucken, der spielt auch ein bisschen mit den Preisen, habe ich gesehen. Müsst ihr mal ein bisschen suchen. Also wie gesagt, 42,95 Euro, das ganze Set inklusive Versand. So. Ja, Freunde, dann geht's mal los. Werde ich euch mal ein paar Sachen dazu erklären. Und zwar folgendes. Die Unterseite, die auf den Block kommt, sind wirklich richtig schöne Kanäle. Ja, schön groß ausgearbeitet. Auf beiden Seiten wirklich gleichmäßig. Der Boostport ist schön. Also da gibt es nichts zu meckern, wirklich nicht. So, dann schauen wir, ja, das kann ich jetzt wieder, ja doch, guckt euch den Auslass an, schön großer Auslass. Ich habe den schon entgratet, da unten sieht man die Faser, wenn man genau hinguckt. Ja, ich habe alle Kanäle entgratet von dem Zylinder. So, seht ihr die kleinen Fasern da, die so ein bisschen silbrig schimmern? Ja, der Kollege hat mich da gebeten, sagt er, mach mir das bitte, du hast ein Händchen dafür. Ich sag, gib rüber, ich mach das. Ja. Auch die großen Überströmer, schaut euch mal die Überströmer an, wie groß die sind. Keine Gusslunker zu sehen, gar nichts. Ja, also ich bin echt begeistert. Und für das Geld, pfa, Freunde, ein vergleichbarer DR-Zylinder kostet 120 Euro. Das sind 70 Euro Differenz. Und ich mache jede Wette, DR lässt beim selben Hersteller herstellen wie von 2-Extreme der Zylinder. 100%. Die Steuerzeiten liegen hier ungefähr, ich habe den nicht vermessen mit der Gradscheibe, sondern nur mit dem Messschieber von der Oberkante vom Zylinder bis immer auf den Kanal. Und da liegen wir ungefähr
bei 170 bis 174 Auslass und so 120, 121 Grad Überströmer. Ja. Wie gesagt, ich habe ihn nicht vermessen, ich habe das nur mit dem Messschieber, Oberkante, Deck vom Zylinder bis auf den Kanal. Ich habe da so eine kleine Tabelleliste. Anhand kann ich sehen, wie viel Steuerzeiten die Zylinder haben. So. Ja, das war dieses. Also ich bin echt begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein schöner Hohnschliff drin, also wirklich schön. Da gibt es nichts zu meckern. So, Kolben, ja. Gewöhnlicher Kolben, schwer wie Blei, 47er Bohrung. Also ist jetzt für Piaggio luftgekühlte Motoren, ja. Gibt es auch für andere Modelle zu kaufen. So, wo ich drauf jetzt zurückkomme, was mir nicht so gut gefällt, ist der Zylinderkopf. Und zwar folgendes. So, Brennraum sieht gut aus, alles gut. Die haben hier eine gerade Kante eingedreht. Hier, eine gerade Kante. Ja. Und der Kolben ist ja auch leicht gewölbt. So, das habe ich in meinen anderen Videos vorher schon erklärt, was passiert. Ja, ich reibe jetzt hier mal so. Dann könnt ihr sehen, dass wir praktisch, dass der Kolben theoretisch diese gerade Kante vorne abquetschen würde. So, und durch dieses Abquetschen kriegen wir hier Benzinnester außen am Rand. Das habe ich schon ein paar Mal erklärt in den Videos, die davor gelaufen sind. Das kann zu Klingelneigungen, Klingelerscheinungen führen. Das ist nicht gut eigentlich. Ja, ihr wisst, dass ich die Köpfe immer umarbeite, dass die Quetschkante die Form eigentlich immer von dem Kolbenboden bekommt. Ja? Das ist das einzigste Manko, was ich an dem Satz habe. Aber für das Geld, Freunde, kann man den immer ausprobieren. Ja, wir müssen ja, oder wir stellen uns mal vor, man hat halt nicht viel Geld in der heutigen Zeit sowieso. Ne, ihr wisst, was los ist draußen. Und wenn einer mal Bock hat, den würde ich auch den Maraku-Zylinder vorziehen. Hier, diesen Too Extreme. Ja, die sind raus. Der DR und der Too Extreme sind vergleichbar von der Qualität. Und Maraku, ja, ich weiß nicht, der Name stößt mich alleine schon ein bisschen ab. Ja, also ich will es jetzt nicht extrem negativ beurteilen, aber ja, der Maraku kommt mit einem beschichteten Kolben an der Laufbahn. Ja, habe ich gesehen. Und ich weiß nicht, ich habe zwei, drei Kollegen, die fahren den Maraku, ja, sind nicht so ganz zufrieden. Vielleicht haben sie auch einen Einbaufehler gemacht oder einen Vergaserabstimmfehler auf jeden Fall. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Ja, wenn ihr Bock drauf habt, holt euch den, baut den ein und entgratet den vorher, wie ich das in meinen vorherigen Videos gezeigt habe, und ihr werdet glücklich werden damit. Mit dem Kopf, den kann man gegebenenfalls austauschen zu einem anderen. Was weiß ich, was ihr liegen habt, wo die Form, die Brennraumform wirklich schön komplett mit der Quetschkante diese Rundung hat. Ja, dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Probiert es aus. Und wie gesagt, wenn der kommt, der Zylinder, entgratet das, die Kanäle. Schaut die Videos, die vorher gelaufen sind, und ihr werdet glücklich werden. Vergaserabstimmung sage ich direkt dazu. Wenn ihr diesen 70er Zylinder mit einem 17,5er Vergaser fahrt, würde ich sagen, fangt erstmal mit einer, ich weiß nicht, was ihr für einen Auspuff drauf habt,
Fangt erstmal mit einer 100er Hauptdüse an. 100er Hauptdüse, Zündkerze, 9er Wärmewert von NGK, was weiß ich, B9 ES. Und dann schau dir mal. Runterdüsen könnt ihr immer noch. Ja, wir fangen immer größer an beim Abstimmen und gehen dann weiter nach unten. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr den Fahrgaser halt 3-4 Mal ausbauen. Ne? Viele machen den Fehler, was ich so in den Kommentaren gelesen habe, die fangen mit einer zu kleinen Hauptdüse an und rammeln den Kolben im Zylinder fest. Weil alles zu heiß wird, zu wenig Schmierung kommt mit Kraftstoff und Öl. Ja? Und das sind die Fehler, die dann gemacht werden. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Samstag, Freunde. Und mit dem Einstellvideo, also Vergaser 20 halber Dell'Orto an 50 Kubik Piaggio Motor, machen wir die Tage, wenn das Wetter offen ist. Ich wünsche euch was darüber. Bleibt gesund. Ciao.